Du hast ein neues Album draußen, Stardust. Das ist richtig. Sternenstaub oder Meteoritenstaub oder so. Heißt das nur, weil die Single, die sehr erfolgreich läuft, so heißt? Oder was war der Hintergrund für den Titel des Albums? Ja, also die Single ist schon ausschlaggebend. Obwohl wir das, glaube ich, entschieden haben, bevor wir wussten, dass es die Single wird. Weiß ich nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Wort. Ich finde, es ist so romantisch und so. Ja. Man kann sich so viel darunter vorstellen und ich finde es einfach sehr, sehr schön. Und es ist sehr eingängig. Das stimmt und es ist eine sehr erfolgreiche Single und das Video ist sehr schön. Danke. Ich habe mich gefragt, das ist ja das erste Mal, dass du sozusagen ohne Stefan Raabs Protektion und Schirmherrschaft arbeitest. Das stimmt. Wie ist das ohne ihn? Eine Befreiung oder eher oder eine Begrenzung? Es ist eine Befreiung. Ja. Nein, es ist normal. Also es ist anders. Ich habe natürlich super viel von Stefan gelernt. Deswegen mache ich viel, wie Stefan das auch gemacht hat. Was hast du von ihm gelernt? Naja, zum Beispiel, wie man im Studio steht. Aha. Also, wie man einsingt und solche Sachen. Er hat mir mit ganz vielen Sachen die Angst genommen. Für mich war es zum Beispiel total schwierig, im Studio zu stehen, zu wissen, derjenige, der da jetzt sitzt, der hört jedes Schlucken, jedes Räuspern, jedes Rotzen, jedes Nasenschniefen. Und Stefan hat gesagt, egal, mach einfach, oder wie? Ja, und vor allen Dingen auch, man hört natürlich jeden schiefen Ton, alles, was man verkehrt macht, dann sagt er ja, improvisier mal, dann singt man da irgendeinen Müll dahin. Und es ist schon, also man zieht schon die Hose aus, ne, im Studio. Und er hat mir das auf jeden Fall ganz gut beigebracht, dass man, wie man so damit umgeht. Er hat mir viel beigebracht, was den Umgang mit den Medien, mit der Presse angeht und all solche Sachen. Also Was muss man da beachten? Umgang mit der Presse? Na, man muss nichts beachten, aber man kann beachten, wofür man halt steht. Also wenn man zum Beispiel sein Privatleben schützen möchte oder je nachdem, wie man halt damit umgehen möchte. Und dafür bin ich schon dankbar. Deswegen ist er eigentlich allgegenwärtig so in meiner Welt, aber bei dem Studioalbum jetzt habe ich mal versucht, was alleine auf die Beine zu stellen. Du wolltest eigentlich in die Schule weitergehen oder irgendwas weitermachen und dich ausbilden und hast dann gesagt, nee, jetzt mache ich es doch nicht, jetzt mache ich doch lieber Musik. Wann kam die Entscheidung? Genau, ich wollte eigentlich anfangen zu studieren. Habe mich im Sommer 2011 eingeschrieben in der Uni und im Herbst 2011 dann wieder ausgeschrieben, bevor die Uni überhaupt angefangen hat. ich wollte keinem den Studienplatz wegnehmen und deswegen habe ich mir gedacht, nee, komm, machst du lieber doch nicht, lieber Musik. Jetzt kann ich noch. Ja, also jetzt, ich habe jetzt noch Leben. Naja, ich habe jetzt noch einen Plattenvertrag zum Beispiel. Okay. Die haben mich noch an der Backe. Okay, also das heißt, sie mussten sehr schön. Ja, ja, sie mussten nicht, aber sie wollten auch. Und, ja. Ja, und ich hatte jetzt die Möglichkeit, die Leute haben gesagt, ja, auf jeden Fall machen, Lena, Plattenfirma stand hinter mir, Brainpool stand hinter mir und es war irgendwie der richtige Zeitpunkt und dann habe ich gedacht, warum das, also wenn ich es jetzt nicht mache, dann bin ich echt, glaube ich, blöd. Um was geht es in deinem Album inhaltlich vor allen Dingen? Also ich würde sagen, es ist so eine gute Mischung aus meinen Gefühlen und Situationen, die ich in dem Moment hatte, in dem ich es geschrieben habe. Also ich habe mir jetzt nicht überlegt, das ist der inhaltliche rote Faden und es geht jetzt irgendwie um die Zeit des ESCs und um meine Gefühle da und um meine Gefühle hier, sondern es war eigentlich eher das, was mich in dem Moment auch beschäftigt hat. Und ja, und das sind meist positive, liebevolle Sachen und ein paar, die auch ein bisschen nachdenklich sind. Okay, aber haben mit dem Thema zu tun, das uns alle beschäftigt, nämlich Liebe zu irgendjemandem anders? Ja, genau. Also wäre das übrigens ein Ziel von dir? Also kannst du dir vorstellen zu sagen, ich werde einmal zu den ganz, ganz Großen dauerhaft gehören? Oder sagst du dir jetzt, es ist schön so, mal gucken, wie lang es geht, aber es muss nicht sein? Ja, eher Zweiteres. Also und ich kann mir auch ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass ich der Typ dafür bin, dass ich so ein Weltstar sein könnte. Ich weiß nicht. Also mit Europa warst du es beinahe. Hey, ja, Mensch, aber irgendwie, ich weiß nicht, also so Weltstar sind halt so Madonnas, ne? Ja. Und ich bin ja keine Madonna. Und Lady Gagas. Ja, und Lady Gagas. Und ich bin keine Lady Gaga. Aber wer weiß, also keine Ahnung, aber ich forciere das jetzt nicht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich verbringe jetzt ein halbes Jahr in Amerika und in Japan und da und da und da und will alles überall meine Platten verkaufen oder so. Ich bin eigentlich in Deutschland bis jetzt ganz glücklich. Lena, ich danke dir sehr für das Gespräch jetzt und für den Besuch hier im Studio und drücke dir die Daumen für dein Dankeschön. Neues Album Stardust. Dankeschön.